ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein weiteres Vlog-Video. Ich bin hier unterwegs mit der Sabine und mit dem Thomas. Ja, wir schauen uns heute, wir fahren jetzt erstmal zur ersten Location und ja, ich bin gespannt, was wir alles so vor die Linse bekommen heute. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Wir nehmen euch einfach mit auf unsere Tour heute. Und ich sage auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Bleibt dran. Wir laufen jetzt zum Haus hin. Ich kann es schon erkennen, aber ja, da ist ein Zaun. Wir mussten jetzt einen Umweg laufen. So, ich zeige euch mal, da ist das Haus. Ne, das ist das nicht. Ne, das ist es nicht. Das ist das Haus, wo der Opa dran war. Ist das, wo der Opa dran war? Das war daneben. Hier hinter. Scheiße. Da ist ja alles zugewachsen. Ja, ich guck mal kurz. Auf die Karte. Ja, das ist doch hier unten. Die Häuser haben wir gerade gesehen. Ja. Hier ist das Wasser, das ist genau da. Mhm. Das wievielte Haus ist das jetzt? Sieht man das da? Nach der Karte, das erste, zweite oder dritte? Das ist das Grundstück hier. Direkt das erste hier. Also das ganz linke, was wir gerade gesehen haben. Wir haben gerade hier rüber geguckt. Das ist genau da drin. Scheiße. Also müssen wir an dem Opa vorbei? Nee, da vorne. Ach so, dann geht das doch. Ja, dann gucken wir doch mal da. Ja. Wir probieren jetzt noch mal vor dem Haus. Ach, scheiße. Jetzt hat das Gehirn keine Anspannungsmöglichkeit, sondern den Darm hat die Anspannung heute. Das ist doch nicht normal, das ist immer auf so Location so. Ja, da haben wir den See hier. Schön ist es ja, ne? Ja. So, kein Weg hier. Das heißt, wenn wir reinkommen, müssen wir halt ganz leise sein. Reinhuschen einfach. Ach Mann, ey. Warten wir auf die beiden noch. Schön ist es ja hier, ne? Schön grün. Wir haben das perfekte Sonnenwetter heute hier. Es sind gefühlte 25 Grad. Was will man mehr? Ja, Plan B. Wir laufen jetzt ganz normal zu dem Haus drüben hin. Da drüben, wir müssen jetzt hier den Weg hoch. Und dann geht vor dem Haus ein Weg rein. Da gehen wir nicht an den Nachbar vorbei. Das heißt, wir gehen da jetzt zack schnell rein. Genau. So, ich melde mich dann gleich nochmal. So ihr Lieben, wir sind jetzt reingekommen.
Ich würde sagen, das Video dazu verlinke ich euch später unten in der Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir hier fertig sind. So, ihr Lieben, wir haben jetzt die erste Location uns angeschaut. Ja, alles Weitere könnt ihr unten dann in der Videobeschreibung sehen. Da verlinke ich euch das Video dazu, sobald es fertig ist. Ja, wir fahren jetzt weiter, schauen uns die nächste Location an. Und dann nehmen wir euch jetzt weiterhin mit. Und ja, ich würde sagen, bleibt einfach dran. Ich habe so ein Stückchen anlupfen, da geht sie schon komplett auf von allein. Hammer, ja, ja. So, Freunde, wir gehen jetzt mal zu der nächsten Location hin. Jetzt mal ganz schnell rüber. Vorsicht. So. Ich habe immer verkehrt rum, so trägt man das eigentlich. Ach so, ja. So. Aber sieht halt nicht herrlich aus, die Landschaft hier. Die Berge da hinten. Ah, steht da auch noch ein Auto vor. Aber wir gehen ja nur spazieren. Ist immer so, immer kommt etwas, ne? Ja. Das war's mit dem Lost Place. Ist neu. Ist neu gebaut. Ach nee. Ja. Was war das denn, die Info? Tja, gute Frage. Ich gucke nochmal auf die Karte. Mhm. Eigentlich schön. Das ist da hinten, das ist da weiter durch. Nee, das ist hier. Das ist das Haus. Dahinter ist das, aber da kommen wir nicht hin. Dahinter. Kommen wir nicht hin. Weiß ich nicht. Ja, wir müssen jetzt hier Feld entlang. Es ist total versteckt. Da ist das Gedenkmal. Da ist er. Wir sind da unten, wir müssen an dem Haus noch vorbei, da kommt noch ein Haus. Da müssen wir dran vorbei. Wie ist das jetzt? Da. Da ist es versteckt. Wir hauen wieder ab, das ist uns doch ein bisschen zu heiß. Leute, hier habe ich das erste Mal wieder seit langem ein ganz komisches Bauchgefühl. Und ihr auch, ne? Ah, scheiße. So, wir sind jetzt an der nächsten Location angekommen. Hier war ich schon mal. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Unauffällig. Weil da hinten, geradeaus, seht ihr, am Ende der Straße, da ist das Haus drin. Das Video verlinke ich euch auch oben in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, aber erstmal gucken, ob wir da reinkommen. Ich bin gespannt. Und ja, wenn wir da reinkommen, dann seht ihr das natürlich oben in der Videobeschreibung. So, ich würde sagen, ich melde mich dann.
Ja, so wie das auch ist, gehen wir wieder zurück, lieber. Lassen wir mal lieber. Es war alles verbarrikadiert. Wir kamen da jetzt absolut nicht rein. Schade eigentlich. Aber das gehört natürlich mit dazu. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt weiter. Bleibt auf jeden Fall dran. Es geht noch weiter. Ja, dann sage ich einfach mal bis gleich. Ja, da ist das Haus. Da seht ihr das. Da fahren wir jetzt wieder herzblutend dran vorbei. Das riecht schon. Riecht das Lost Place? Mhm. Ah. Ja. Das ist ja wie so eine Insel, müsst ihr euch das vorstellen. Ja, alles zugewachsen. Und gegenüber sind direkt Häuser. Ja. Schade. Naja, gut. Es gehört immer mit dazu. Nächste Location sind wir in 7 Minuten da und ich würde sagen, ich melde mich dann wieder. So, wir haben noch 500 Meter. Da müssen wir jetzt parken. Da müssen wir uns hinstellen. Direkt am Windrad. Aber nicht das. Das wird... Hier fahren wir weiter. Da, 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 da. So, wir sind jetzt an der nächsten Location angekommen. Sind es ungefähr noch 200 Meter. Ich bin gespannt. Ja, ich bin immer noch mit Sabine und mit dem Thomas unterwegs. Wo ist denn deine Frau? Ach, da hinten. Katze. Okay. Ja, gucken wir, ob wir da reinkommen. Hier rauscht schon der Bach. Aber schön hier, ne? Wir haben da hinten direkt einen Wanderparkplatz. Konnte man direkt parken. So, und da ist das Haus. Schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Boah. Was ist das denn? Eine Grube, ne? Komm mal nicht rein. Warte mal. Muss vielleicht andersrum gehen. Sieht schlecht aus. Das sieht ganz schlecht aus. Das Ding ist so verbarrikadiert, dass wir da überhaupt nicht reinkommen. Es geht da nach unten, da ist so ein Graben. Kommen wir auch nicht weit. Das Ding ist komplett zu. Aber hier gibt es direkt noch, hier gibt es noch Erben auch. Ne, da ist doch mal ein Bach. Da ist ein Bach. Ja. Ne, kommst du überhaupt nicht. Das kannst du vergessen.
Eigentlich schon, ne? Kann man wieder nichts machen. Also mittlerweile sind wir das ja gewohnt, ne? Und da drüben saß jemand, hast du gesagt? Aber nichtsdestotrotz, wir fahren weiter. Und ja, wir sehen uns dann gleich. Guckt schon da, wir laufen mal geradeaus. Ja. Der stand direkt schon da. Der braucht eine Dorftruppe oder nicht, der Typ gerade. Das ist doch. Wenn du, sobald du mit dem blauen Augenbändest, dem blauen Auto bändest, werden die stutzig, glaube ich. Ja. Der Hund am Bellen gewesen. Ja, schon, das ist schon vom Vorteil, da mal mit meinem Auto zu fahren. Mit dem blauen Blitzer ist man natürlich wie ein bunter Hund. Ja, wir haben ein Zufallsobjekt jetzt gefunden. Gegenüber hat direkt der Nachbar direkt uns angeguckt, der beobachtet, was machen die da. Und, ja. Also sehr, sehr komisch. Alle sehr, sehr komisch hier. Ja. Kratzen wir da rein raus. Ja. Mir doch egal, das sind doch nicht meine Sachen. Ich denke mal, wir sind nicht die Einzigen schon da drin gewesen. Ja, Freunde. Schade. Schade eigentlich. Aber ich sag mal, das ist wie es ist. Kann man nichts. Da machst du nichts. Ja, der Hund, der schlägt schon Alarm. Ja, ihr Lieben, wir fahren jetzt weiter. Schade eigentlich. Ja, wir sehen uns dann gleich. Kein Schild, kein Schild, kein Schild. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt an der nächsten Location angekommen. Mit dabei ist immer noch die Sabine und der Thomas. Und ja, hier soll noch ein eingerichtetes Haus stehen. Wir schauen jetzt einfach mal. Und ja, ich bin gespannt. Da ist alles kaputt. Ist alles kaputt. Guck mal, ob irgendwo eine Kamera ist. Das ist noch komplett. Thank you.
von der nächsten Location geht's weiter zur nächsten Location. Ja, wie gesagt, den Link dazu einfach unten schauen, zwischendurch mal reinschauen. Verlinke ich euch, sobald das Video fertig ist. Ja. Oh, es zieht ein Unwetter auf. Es zieht ein Unwetter auf. Es ist dunkel hinten. So, jetzt lang unterwegs, ne? 11 Stunden oder so. Die Zeit, die geht so schnell rum. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal weiter. Wir haben noch eine halbe Stunde Fahrt. Dann melden wir uns gleich. So, ein letztes Update hier von unserer Tour heute hier. Ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen heute. Ich hoffe euch auch, Sabine natürlich auch. Thomas sitzt im Auto, er ist müde, kann ich verstehen. Ich bin auch müde und geschafft heute. Es war jetzt die letzte Location. Es gab vieles heute zu sehen. Und ja, wie gesagt, alle Videos werden unten verlinkt, sobald ich die fertig habe. Und ja, in dem Sinne bin ich jetzt raus. Ich verabschiede mich jetzt von dem Video. Und ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lost Adventure Tom. Tschüss, haut rein.